Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir bauen hier gleich mal weiter. Die Gegenstände sind inzwischen hier wieder verschwunden. Das heißt, wir können hier in Ruhe jetzt unseren goldenen Fußboden hinpacken, so wie sich das für uns gehört. So, sehr schön, sehr schön. Den Dreck hier werde ich nochmal wegmachen. Und so, komm schon. Ach, den können wir wieder mal nicht einsammeln. Den Zombie hier machen wir nochmal schnell platt. Und dann wird's auch schon wieder Tag. Die Dreckrückwände können natürlich auch weg. Die braucht ja sowieso kein Mensch. Und ja, genau, ich muss immer noch mich an die Steuerung gewöhnen, ihr merkt's schon. Ich werde erstmal unser Bett hier hinpacken jetzt. Und zwar könnten wir das ja mal hier hinpacken. Na, ich wollte es eigentlich andersrum hinstellen. Also nochmal. So, genau. Sehr schön. Obwohl das mit der Tür dann... Na, das wird, glaube ich, mit der Tür ein bisschen zu eng. Moment, Moment, Moment. Wir finden da schon eine Lösung. Stellen wir es einfach ein bisschen mittiger hier in den Raum. So, sehr gut. Jetzt können wir auch den Dreck hier hinten einsammeln. Sind wir den auch schon mal los. Und wir tauschen hier natürlich wieder mal auf die goldenen Fliesen, hätte ich jetzt fast gesagt, auf die goldenen auf die goldenen Blöcke. Meine Güte, geht doch. So, hier packe ich auch nochmal einen hin. Und ich überlege jetzt gerade, was wir mit den Dreckrückwänden machen. Zumindest den hier vorne werde ich wegkloppen. Der sieht nämlich ein bisschen störend aus. So, den kleinen Baum hier werde ich erstmal lassen, würde ich sagen. Und was wir jetzt natürlich noch brauchen, sind zum einen eine Crafting-Bank. So, packen wir erstmal hier hin. Und, ach, die ganzen Viecher hier nerven mich gerade ein bisschen. Lasst mich doch mal in Ruhe hier eine Bude aufbauen. Crafting-Bank packen wir einfach mal hier hinten hin. So. Ach, Gel haben wir auch nicht mehr genügend Platz. Das heißt, ob ich mich jemals dran gewöhnen werde. Noch mal ein paar Fackeln herstellen. Dann können wir auch wieder Gel einsammeln. Und der grüne Slime fühlt sich hier scheinbar wohl. Gut, was machen wir als nächstes? Wir brauchen natürlich noch einen Ofen. Wie könnte es anders sein? Ihr seht schon, hier gibt es einige neue Gegenstände. Hier unter anderem eine Bank. Eine Kommode. Loom, das ist, glaube ich, dieses Spinnrad. Genau, ihr seht schon, used for crafting clothes. Hier haben wir die Workbench, die haben wir ja schon. Den Tisch, den Stuhl und die Türen natürlich. Ich suche allerdings den Ofen. Was fehlt mir dafür? Habe ich keine Steine? Ah, okay, ich habe keine normalen Steine bei mir. Das wird es wahrscheinlich sein. Müssten wir dann uns demnächst nochmal einfach aus der anderen Welt holen. Wir machen erstmal Türen. 4 Stück. Packen wir erstmal hier für die Rückwände hin. Also, eine Tür hier. Eine Tür hier. Eine hier. Die kann einfach mal offen bleiben eigentlich. Die stört ja niemanden. Und dann werden wir hier noch eine Tür hinpacken. So, machen wir erstmal hier noch eine Goldstufe hin. Dann sieht es so ein bisschen Treppen-like aus. Okay. Gel eingesammelt. Haben wir immer noch so viel Gel? Das kann doch gar nicht angehen. Dann lasst uns mal eben... Ey, habt ihr es gemerkt? Ich habe gerade gleich beim ersten Mal das Dingens gebaut. Oh, wir könnten uns Sticky Bombs machen. 17. Haben wir davon. Reicht nicht ganz unser Gel. Stellen wir uns nochmal ein paar Dingens her. Ach, ja, den Hasen. Will ich doch gar nicht angreifen. So, da draußen das Gel. Nehmen wir auch nochmal mit. Okay. Na, jetzt habe ich doch nochmal wieder den Haken rausgeschossen. So, ich würde mal sagen, Tisch und Stuhl machen wir dann erstmal da oben rein. Und dann dürfte ja der Guide eigentlich schon da oben einziehen, wenn ich das richtig sehe. Der ist ja nicht ganz so wählerisch. Den Stuhl, den Tisch packen wir einfach mal. Hey. So, hier ans Ende. Und den Tisch dahin, den Stuhl hier hin, dann kann er hier so schön herausblicken und die Aussicht genießen. Sehr schön. Gut. Hier würde ich mal sagen, bauen wir noch ein bisschen weiter. Könnten wir auf jeden Fall noch ein weiteres Haus hinpacken.
Da kommt erstmal... Ah, jetzt habe ich es schon wieder vercheckt. Erstmal schnell das Gold einsammeln hier, bevor das nachher noch verschwindet. Obwohl wir ja eigentlich gelernt haben, die Dinger verschwinden hier nicht allzu schnell. So. Also das Gold wird hier erstmal fortgeführt. Und hier habe ich Dreck dabei. Ich hatte doch sonst immer so viel Dreck. Und jetzt haben wir gar nichts mehr. 3 goldene Rückwände haben wir nur noch. Meine Güte. Na gut, wir könnten das anders machen. Wir könnten mal eben hier über unserem Bett am besten packen wir mal unser Sparschweinchen hin. Das habe ich doch schon dabei. Genau, hier ist es. So, dann sind wir das Sparschwein auch mal los. Und den Rest behalten wir erstmal. Jetzt können wir aber Dreck einsammeln. Hatten wir nicht. Vorhin hatten wir doch... Ah, hier. Wir haben sogar Dreck dabei, Leute. Ja, ja. Was man nicht im Kopf hat, sollte man zumindest bei den Augen wieder gut machen. Aber das klappt leider nicht immer. So, hier haben wir dann das nächste Zimmer. Werde ich mal eben so machen. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Hier kommt dann eine Tür hin. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Auf der Höhe müsste es jetzt passen, oder? Sehe ich das richtig? So, das müsste reichen. Genau. Haben wir das nächste Zimmer schon wieder erstellt. Und hier bauen wir dann eine kleine Leiter hin, sodass die Leute hier auch hochklettern können. Gut, die grauen Rückwände, die werden jetzt hier wieder zum Einsatz kommen. Na, so. Gut, das war's erstmal mit denen. Haben wir da noch einen Stack? Yo, haben wir gut vorgesorgt. Sehr schön. Und dann hoffen wir mal, dass hier bald die nächsten NPCs einziehen. Bomben habe ich ja dabei, das heißt, der Demo müsste auch kommen. Der Einzige, der momentan Probleme machen könnte, das ist der Arms-Dealer, weil ich habe momentan keine Muskete dabei. Wo habe ich denn jetzt... Die Fackeln. Hatte ich doch vorhin weggeworfen, oder? Mal eben schnell den Dreck wegwerfen. Fackeln, Fackeln. Ah, da unten. Jetzt sehe ich sie. So, kommt natürlich auch eine Fackel hier hin. Und jetzt könnte man ja eigentlich schon fast hier so rüberbauen. Oder halt, Moment, man könnte es auch anders machen. Obwohl ich jetzt ein Problem habe, wenn ich das jetzt hier einreiße mit den goldenen Rückwänden, kommen wir leider nicht mehr so hoch. Das heißt, machen wir mal hier 3 Stück hin und dann machen wir es am besten so, dass wir hier das hinpacken. Dann sieht das so ein bisschen aus wie ein Übergang. Und dann könnten wir hier gleich... Ja, komm, jetzt kommt dieser blöde Slime hier wieder her. Könnten wir hier gleich noch das nächste Zimmer ranbauen eigentlich. Genau, mal schauen, wie viel goldene Dinger... Eigentlich haben wir noch genügend davon. Also, so. Das kommt erstmal wieder weg. Hier kommt natürlich auch noch eine Tür hin. Und... Na komm schon, geht doch. So, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Jetzt nur noch Rückwände hinpacken, dann haben wir hier gleich schon wieder den nächsten Raum parat. Also so langsam könnten hier die Leute echt mal einziehen. Leute, 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 hier gibt's gratis Wohnungen, was will man mehr? Ich meine, genügend Lebensenergie haben wir ja auch schon. Ach, wir könnten auch kleine Fenster hier hinpacken eigentlich. Dass man hier mal so ein bisschen rausgucken kann zumindest. Gehen jetzt auch richtig schnell abzubauen hier die Rückwände. Haben sie mit dem Patch wohl geändert, dass es jetzt alles ein bisschen fixer geht. So, der kriegt hier hinten auch nochmal eine. Eine Fenster, ja. Eine Fenster kriegt er. So, ein bisschen größeres. Vorne hat er schon seine Glasfront. Ich überlege gerade, hier könnte man eigentlich noch ein Fenster in die Mitte packen. So. Genau. Hier unten am besten auch nochmal ein paar Fenster hinpacken. So, schön untereinander natürlich. Und dann bekommt der hier etwas weiter oben noch ein Fenster. So, das sieht doch schon mal aus. Jetzt muss ich mir überlegen, was wir hier mitmachen. Ich würde mal sagen, hier packen wir einfach so die Golddinger hin. Dann haben wir da auch
einen Übergang. Und hier kommen dann auch die normalen Rückwände hin. Ich hoffe, das sieht jetzt... Ja, das sieht mit der Trennung doch auch einigermaßen aus. Hier könnten wir auf jeden Fall auch noch... Ach, Fenster hinbauen. Na, dann halt... Nee, das sieht jetzt doof aus. Das sieht nicht aus. Ah, Mann. Jetzt habe ich da ein zu viel gepackt. So. Gut, geht doch. Und wir stellen dann eben nochmal einen Schwung Türen her. Genügend Holz haben wir zum Glück noch. So, was haben wir? Ach, Tische und Stühle brauchen wir dann auch noch gleich. 1, 2, 3 Türen, würde ich mal sagen. Dann brauchen wir 2 Stühle und 2 Tische noch. So, werfe ich erstmal dahin. Werden gleich abgeholt. Und, na komm schon. So, die Türen erstmal hinpacken. Moment, fehlt... Das sieht doch jetzt irgendwie komisch aus. Was habe ich da jetzt gemacht? Moment. So, wir machen das nochmal zu. Einmal, zweimal. Hä? Hm, sieht irgendwie ein bisschen doof aus mit diesen schwarzen Strichen da. Aber was soll's. Müssen wir mit leben. So. Türen. Okay. Haben wir hier schon mal fertig. Und dann packen wir kurz, was könnten wir kurz wegpacken? Hier die Fackeln. Holen wir gleich wieder ab, keine Sorge. Packen wir einfach hier den Tisch hier so hin. Und dann, na, wenn es geht, auch noch richtig rum. Ach komm, packen wir gleich 2 Stühle ran, das sieht doch sonst nicht aus. So. Einen Tisch haben wir noch, das heißt, wir brauchen nochmal einen Stuhl und... Na, wo ist der Stuhl? Da. So. Kriegt der hier oben auch nochmal eine kleine Grundausstattung in sein Zimmer. Jetzt habe ich die Fackel natürlich weggeschmissen, obwohl ich die hier brauchen würde. So. Also Tisch. Und dann 2 Stühle. So. Fackeln braucht er auch noch, damit er da oben einzieht. Brauchen die auch immer eine Lichtquelle. Kriegt er hier und hier. Und der hier, ja, der hat nicht ganz so viel Licht. Weil er halt nur eine Wand hat. Selber schuld. So, damit ist der Händler schon mal jetzt angekommen. Der wird sich jetzt hier demnächst auch irgendwann breit machen, hoffe ich. Und wie sieht's mit Steinen aus? Haben wir da jetzt schon ein bisschen was gekriegt? Ja, 2 Stück. Wird aber nicht reichen für einen Ofen. Das heißt, mit dem Ofen müssen wir nochmal demnächst schauen, dass wir ein bisschen Stein abbauen. Sollte ja eigentlich kein Problem sein, denke ich mal. Hier irgendwo Steine zu finden. Seht ihr wohl, da unten haben wir gleich welche. Und dann schnappen wir uns die doch einfach mal. So. Können wir einen Ofen bauen? Was brauchen wir noch? Werkbank, Ofen. Irgendeinen Teil hatten wir doch noch. Den Amboss. Genau, da brauchen wir Eisen für. Eisen haben wir im Sparschwein. So, ey, den Stein... Na, da sind noch 2 Steine. So, die hätten wir dann schon mal. So lobe ich mir das doch. Gut, ey. Ja, du darfst hier auch gerne jetzt einziehen. Wenn du hier schon so rumschwerst. Mach dich doch einfach mal in einer Wohnung breit. Die Tür hier lassen wir einfach mal auf, würde ich sagen. Die stört ja eh nicht. Okay. Also, jetzt passt das auch mit dem Ofen. Packen wir erstmal das weg, packen dafür den Ofen hier hin. Und jetzt müssen wir einmal kurz an unser Sparschwein gehen. Genügend Eisen haben wir ja. So, was wollen wir hier? Silber. Ach, wir haben ja ein bisschen Silber eingesammelt, genau. Und wir können uns sogar Eisen noch machen. Bauen aber erstmal den Amboss, der kommt... Ach, genau, das geht ja wieder nicht. Komm, schmeiß das Eisen dann halt kurz weg. Ist doch nicht so schwer. So. Amboss wäre damit fertig. Und das können wir hier erstmal wieder reintun. Jetzt haben wir hier 4 goldene Truhen. Werden wir demnächst auch gleich mal platzieren irgendwo. Hier haben wir noch ein bisschen Silber bekommen. So. Das wird dann wieder zu einem Goldblock und zu einer Goldmünze natürlich. Die packen wir natürlich gleich hier rein. Okay. Quickstack.
Damit können wir wahrscheinlich jetzt alles rüberpacken. Weiß ich aber nicht genau. So, den Obsidian Skull sollte ich mir auch nochmal erstellen, damit wir immun gegen Feuerblicke sind. Ich weiß allerdings nicht, wo der hinkommt. Wahrscheinlich hier unten rein, oder? Ja. Muss ich mir überlegen, was ich jetzt mit dem Teil mache. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr. Das sollte ich aber schon noch irgendwie... Haben wir hier noch Platz? Nee. Oh, you feel an evil presence watching you. Jetzt muss ich mich schnell beeilen. Das Gel brauchen wir meinetwegen nicht. Und ich habe keine Ahnung, warum zum Teufel das Auge jetzt kommt. Auf jeden Fall kündigt dieses an evil presence is watching you immer den, A of Cthulhu an, oder wie er heißt. Und... Ich würde mal sagen... Ja doch, den machen wir jetzt gleich noch. Ich warte noch, bis der kommt, dann machen wir den in dieser Folge noch. Wir haben doch nichts zu tun. Nee, ich wollte erst fies sein und euch jetzt warten lassen bis zum nächsten Part. Aber das bringe ich ja dann doch nicht übers Herz. Und ich stelle mich mal hier oben rauf. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich die Krankenschwester und der arme Händler hier umgebracht werden von dem Auge. Wäre ja sehr, sehr schade. So, wann kommt das Viech? Space Gun ist schon mal ausgerüstet. Die dürfte ja ganz gut Schaden machen gegen den. Leider haben wir keine Mana-Tränke. Kann man nichts machen. Na komm schon. Wo bleibt denn das Viech? Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, naja gut, solange das Viech noch nicht da ist, können wir was anderes machen. Und jetzt kommt es natürlich gleich sofort. Da ist es. Oh. Ach, wo schieße ich wieder hin? Mal gucken. Ja, okay, wir werden erstmal ein bisschen mit dem Schwert kämpfen, würde ich sagen. Momentan hat der nämlich noch recht viel Energie. Und der hat später dann weniger, wenn er in diese andere Form geht. Und wahrscheinlich muss ich dann auch gleich mal irgendwo eine goldene Kiste hin platzieren, damit wir die ganzen Items aufsammeln können, falls er was Schönes droppt. Und ihr seht schon, der macht echt sehr, sehr wenig Schaden nur noch an uns. 7. Also das ist echt eigentlich ein bisschen lächerlich, sogar schon fast für so einen Endboss. Schaut mal oben auf unsere Energieanzeige. Also wirklich Probleme haben wir hier nicht mit dem. Na komm schon, greif doch an. Tränke können wir auch noch nehmen zur Not, zwar nur noch einmal in einer Minute ein. Aber was soll's, ne? Trotzdem verstehe ich nicht so ganz, warum das Viech jetzt gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das auch eine zufällige Chance gibt, dass der erscheint. Scheint ja so. Weil wir haben den, also ich habe den nicht beschworen. Und soweit ich weiß, ist Xenix ja auch nicht auf dem Server gerade. Nicht, dass der Schlingel hier sich hier reingehackt hat. Mann, 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 das wäre ja frech. Oh, jetzt hat er mir 32 Schaden zugefügt. Aber ihr seht's gleich, wird er auch in seine nächste Form reingehen. Wenn er noch ein bisschen Schaden muss er noch kriegen. 1400 Energie. Bei der Hälfte ziemlich genau ändert er das, glaube ich. So. Ah, wo ist er? Da kommt er. Also, 1400, dann wird er seine Form ändern. Das heißt, noch ein paar Schläge. So, noch zwei, dreimal treffen, dann haben wir es mit dem anderen Auge zu tun. Na, traust du dich noch? Jo, jetzt wird er sich ändern. Und jetzt changen wir mal gleich. Ach, zur Wein wollte ich gar nicht. Ich wollte die Space Gun nehmen. Und ihr seht schon, jetzt machen wir mächtig Schaden damit. Einiges mehr als davor. Boah. Ah, er macht jetzt auch mehr Schaden als vorher. Aber wir haben ja die großen Heiltränke jetzt. Das heißt... Oh, jetzt bin ich da oben reingekommen. Das heißt, wenn wir nur noch die Hälfte haben, werde ich gleich mal einen Heiltrank schlucken. Oh, nee. Oh, nee, wie bin ich denn jetzt wieder darauf gekommen? Das gibt's doch nicht. Ah, der lebt noch, oder? Ich hoffe, das Viech lebt noch. Oh, jetzt bin ich auch noch hier runtergefallen. Was ist denn hier drin? Naja, ein bisschen Silbermünzen, die nehme ich mal mit. Kupferblöcke brauche ich nicht. Granaten werden hier auch noch. Ich beam mich nochmal nach oben. Ist das Viech jetzt weg? Das wäre ja echt ärgerlich. Boah, ich muss den Spiegel da oben rausnehmen. Wie bin ich da bloß hingekommen gerade?
So. Ich werde einfach rennen. In der Hoffnung, dass das Viech vielleicht noch hinten bei unserer Bude ist. Ah, tut mir echt leid, Leute, dass das jetzt so passiert ist. Das war wirklich überhaupt nicht geplant. Also ich weiß, dass der Wurm ja verschwindet, wenn man die Corruption verlässt. Aber das Viech dürfte ja eigentlich überall sein. Es verschwindet, glaube ich, nur, wenn es Tag wird. Okay, die Musik ist jetzt auf jeden Fall richtig friedlich geworden. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das Auge ist jetzt leider weg. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ja, tut mir wirklich leid, Leute. Beschwören wir das halt irgendwann nochmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euch noch einen schönen Tag. Ciao.